Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Heute zeige ich euch, wie man in Photoshop die roten Augen manuell entfernen kann. Ja, ihr habt richtig gehört, manuell. Nicht hier mit diesem Fertigfilter, der hier oben existiert. Weil es gibt einen besonderen Fall, über den möchte ich reden. Hier, ich habe eine Beispielgrafik. Komm hoch. Genau. Eine Beispielgrafik. Es gibt den besonderen Fall, der ist auch sehr selten. Und zwar, ihr macht ein Foto, es ist verwackelt und ihr habt auf dem Bild rote Augen. So, dann die meisten von euch werden natürlich hier das rote Augenwerkzeug nehmen. Gehen wir mal ein bisschen ran. Und werden dann bam, reinhalten und sagen, oh, geht ja gar nicht. Hier wie in diesem vorbereiteten Fall. Ein Musterbeispiel. Hier ist deutlich zu sehen, dass unter gewissen Voraussetzungen greift dieser Filter nicht mehr. Also der Filter braucht eigentlich eine, sag ich mal, ziemlich scharfe Grundbasis, damit der greift. So, und die meisten von euch wissen gar nicht, ich nehme an, die meisten wissen heutzutage gar nicht mehr, wie das manuell funktioniert. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal ein Video und werde jetzt erklären, wie man das manuell macht. So, schön erklärt. Weg mit diesem Beispiel, brauchen wir nicht. Jetzt holen wir mal hier ein anderes Bild hoch. Ich habe nämlich noch eins rausgesucht. Und zwar, wo meine Fratze ist. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein anderes Beispiel. Genau. Sagen wir mal, das ist jetzt das Bild. Sieht cool aus. Hier sieht man auch schon lauter Fehler. Und natürlich wieder, rote Augen. Wir wollen natürlich keine roten Augen. Und ich würde vorschlagen, ich bin mal neugierig. Wir machen das mal kurz. Kleines Gedankenexperiment. Roter Augenfilter. Mal gucken, was passiert. Ach, geht eigentlich. Lässt sich eigentlich sehen. Nochmal. Also hier bei dem Bild würde der sogar, sag ich mal, würde das sogar funktionieren. Aber das ist ja jetzt nicht Ziel der Sache. Das Ziel der Sache ist, die roten Augen manuell wegzuretuschieren. Und da würde ich vorschlagen, dass wir erst das linke Auge machen, mit allen Begriffen aus der Menüleiste. Und das rechte Auge machen wir dann nachher im Schnelldurchlauf. Also, fangen wir an. Ihr geht mit dem Navigator nah ans Auge ran, schnappt euch als erstes die Kreisellipse, zieht einen Kreis, einen Kreis, um das Auge, circa gefühlt, so ungefähr hier so einen Zentimeter circa. Dann als erstes bearbeiten, kopieren, einmal ins Bild klicken, bearbeiten, einfügen. Jetzt entsteht eine Ebene. Hier sieht man das eindeutig. Dieses, was wir hier einkopiert haben, ist eine eigene Ebene. Man kann sich die Ebenen vorstellen wie Blätter, die übereinander liegen. In dem Fall ist jetzt die Ebene oben. Habt ihr eine Ebene gemacht? Jetzt geht ihr auf Bild, transformieren, frei transformieren, schiebt das noch ein bisschen hoch, mit Enter bestätigen, geht noch ein bisschen mit dem Navigator ran. Als erstes nehmt ihr euch das Radiergummi-Werkzeug, wählt einen weichen Pinsel aus, hier in dem Fall 13 Punkte, dann die Deckkraft, das ist das, was den Pinsel, wie hart er arbeitet. Also in dem Fall soll er nur ganz wenig wegnehmen, wenn ich klicke, also habe ich den auf 35 gestellt. Das ist Geschmackssache, das könnt ihr euch, das müsst ihr selber herausfinden. So, wenn ihr das eingestellt habt, geht ihr ins Bild rein, habt natürlich die Ebene 1 von dieser Ellipse, von der Pupille ausgewählt und retuschiert jetzt langsam alles weg, was störend ist. Wichtig ist dabei, dass die Pupille da bleibt. Die muss hier bleiben. Da müsst ihr ein bisschen künstlerisch begabt sein, so dass das erste Mal, sag ich mal, wo ich jetzt einen Anspruch stelle an euch. Also da müsst ihr ein bisschen Talent haben. Ich meine, man braucht ja nicht viel dazu, aber ihr retuschiert das so ein bisschen weg nach Gefühl. Ungefähr so. Genau. Bis die Pupille nur noch da ist. So, als nächstes geht ihr auf Deckkraft. Das ist die Opazität. Macht das ein bisschen durchsichtig. So ungefähr auf 50%. Deswegen, wir machen das deswegen, weil wir jetzt diese Ebene über die Originalebene setzen müssen. So, dann, wenn ihr fertig seid, mit ungefähr 50%, dann gehen wir auf Bild, transformieren wieder, frei transformieren und schieben das über die Originalpupille. Hier ist eine kleine Besonderheit. Wenn das nicht 100% übereinander liegt, ist das unscharf. Deswegen, man merkt hier eindeutig, jetzt ist es übereinander. Man könnte auch jetzt hier auf der Tastatur arbeiten mit dem Kreuz. Kann man machen, um, sag ich mal, das kleine i-Tüpfelchen rauszuholen. Dann verschiebt er nur pro
pro einmal tippen auf der Tastatur, verschiebt das sich um einen Pixel. So, brauchen wir nicht, haben wir geschafft. Ist 100% drüber. Jetzt gehen wir wieder auf Deckkraft 100%. Und jetzt müssen wir einen kleinen Gegentest machen. Und zwar geht ihr hier auf die Ebene. Und hier das kleine Auge ist für Ausblenden und Einblenden. Und jetzt guckt ihr auf die Pupille und macht mal Ein- und Ausblenden. Ausblenden, Einblenden. Ausblenden und guckt, ob da was passiert. Wenn da sich was bewegt, dann ist nämlich die Ebene mit der unteren Ebene nicht 100% übereinander. So, jetzt müssen wir auf Bearbeiten. Farbtonsättigung. Geht auf die Sättigung und die muss 100% runter, weil wir wollen ja auch, dass die Pupille nachher schwarz ist, gefühlt schwarz. Mit OK bestätigen, dann wieder auf Bearbeiten. Helligkeit, Kontrast. Und hier ist die noch eine Besonderheit. Dieser Wert, den müsst ihr euch merken, weil beim anderen Auge muss dieser Wert identisch sein, weil sonst haben die Augen unterschiedliche Oktaven. Oh, hier sieht man zum Beispiel gerade eine Besonderheit. Hier habe ich nicht richtig retuschiert. Das müssen wir gleich nachbearbeiten. So, ich würde vorschlagen, gucken wir mal, gehen wir ein bisschen runter mit dem Wert. Gucken wir mal was Realistisches. Ah, scheiße, kann ich nicht eintippen. Machen wir mal 70. Ist ein guter Wert, den kann man sich gut merken, mit bestätigen. Nehmen noch mal hier das Radiergummi-Werkzeug und retuschieren das weg. Hier sieht man dann auch alles, was übersteht. Kann man wegmachen, genau. Gehen raus und sehen, voilà, sieht auch richtig gut aus. Ja, so kann man die Augen, die roten Augen manuell wegretuschieren. So, jetzt natürlich weiter. Es geht weiter mit Auge 2 und jetzt machen wir den Schnelldurchlauf. Also, den Schnelldurchlauf bitte. Also, Kreiselipse, drumziehen so, ja, das reicht. Jetzt kommen die Tastaturbegriffe. String C für kopieren, da. Gutes Beispiel, ein Fehler gemacht. Man muss immer die Ebene auswählen, wo man was rauskopiert. Haben wir jetzt gemacht und jetzt wieder String C. Einmal ins Bild klicken, String V für einfügen, dann String T für transformieren, für bewegen. Setzen wir hier hin, machen wir einfach mal. Enter für fixieren. Dann gehen wir hoch. Schnappen uns das wie vorher vorbereitete Radiergummi-Werkzeug und fangen an, auch wieder zu retuschieren. Machen dasselbe wie gerade eben. Retuschieren wieder hier so. Arbeiten uns vor. Arbeiten alles raus, was störend ist für uns. Ich sag mal so, für den einen oder anderen, der sich mit Grafikbearbeitung richtig beschäftigen möchte, ist das, sage ich mal, wissenswert. Es kann nicht schaden, sowas zu wissen, weil bei den ganzen Fertigfiltern heutzutage ist schon so, dass teilweise viele Leute gar nicht mehr wissen, wie viele Filter funktionieren. Weil es gibt viele Filter, die halt, sage ich mal, auf einer manuellen Grundbasis basieren und genau wie das mit den roten Augen. Alles klar, ihr habt das jetzt fertig gemacht und jetzt geht's wieder auf die Deckkraft. Die setzen wir wieder auf 50 runter, so ungefähr, reicht. Es geht ja nur, dass quasi das transparent ist, dass man die Pixel von der Hauptebene sieht. So, jetzt wieder String T für transformieren, ziehen das runter, gucken, dass das scharf übereinander sitzt. So, bam, Enter bestätigen, setzen wieder die Deckkraft auf 100, gehen dann wieder auf Überarbeiten. Farbtonsättigung, wieder auf Wert, auf Bam, runter auf minus 100. Überarbeiten, Helligkeit, Kontrast. Hier waren wir schlau, hier haben wir uns ja den Wert gemerkt. Das war minus 70, bestätigen mit Enter und scrollen raus und voilà. Also das habe ich gerade einen Input-Lag gehabt, egal. Also auf jeden Fall, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. So kann man die roten Augen manuell entfernen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo da oder einen Kommentar, wie auch immer. An der Stelle sage ich mal, auf Wiedersehen. Macht's gut, euer Tornado. Ciao.